Hallo, seid ihr böse oder seid ihr lieb? Die sehen ganz lieb aus. Hier sind ein paar Blobbys. Aber diese Rüben machen zumindest erstmal nichts. Ich komme in Frieden. Ich hoffe, ihr seid auch friedlich. Die Karotten nicht töten. Hatte ich nicht vor. Und ihr sagt alle 900. Na gut. Hallo, Mr. Karottentyp. Ups. Du bist toll und wir lieben dich. Ja, ich liebe dich auch. Oh, du süße kleine Karotte. Bitte komm. Oh. Ich befreie dich von diesem bösen, bösen Stier. Er wird euch sonst wehtun. So wie mir. Ich habe mein Leben für euch geopfert. So, jetzt seid nett zu mir. Du bist meine allerliebste Person überhaupt. Okay. Danke, kleine Möhre. Kleine Rübe. Hä, hey, die Insel ist ja super unnötig. Bringen die irgendwas hier? Außer, dass sie lieb und nett sind? I don't know. Ja gut, wir haben eine sehr nette Insel. Also wenn es uns mal schlecht geht, wir sollten befreundet sein und das ganz intensiv. Wenn es uns mal schlecht geht, dann gehen wir einfach auf unsere nette Insel hier und holen uns ein paar nette Sprüche ab. Und dann geht's uns wieder gut. Das ist die Anti-Depri-Insel hier. Wenn ich jünger werde, möchte ich wie du sein. Oh, duffig. Die Rüben sind friedlich. Wenn du sie tötest, bekommst du ein Achievement. Nein, aber die sind doch so nett. Sie geben dir Liebe. Ja, ich lasse sie am Leben. Liebe ist das beste Gut auf Erden. So, hier endlich mal ein bisschen mehr Platz. Geben dir nichts, aber bringen auch nichts. Sie sind nett und geben Liebe. Das ist okay. 4 weitere Inventarslots. Wolfie, du hast mich angelogen. Du meintest, das sind nur 2. Du Lügner, du. Oh, das sieht doch schon netter aus hier. Cool. Können wir auf jeden Fall... Oh, eine Wasserschaufel. Wir können Flaschen herstellen. 3 Flaschen können wir zumindest herstellen. Ist die Frage, ob das was bringt. Levelaufstieg ist auch nicht mehr so weit weg. Und ihr wolltet die 900er Insel haben, ne? 900er Insel. Alter, ein Dungeon! Da will ich hin. Dungeons sind cool. Eier, Eier, Eier. Wir müssen uns ausrüsten für den Dungeon. So, der Dude hier hat auch irgendwas gespawnt. Wie viele Pepperoni-Dinger haben wir? 10. Ich glaube, das langt noch nicht für die komische Spitzhacke, oder? Ich glaube, da brauchte man relativ viele für. Doch! Oh, okay, wir brauchen noch 6 Glas und ganz viel Stahl. Und für Stahl brauchen wir ganz viel Eisen und Gold. Okay. Können wir ja machen. So, dann haben wir Gold und Eisen, dann können wir ganz viel Stahl herstellen. Das ist doch schön. Und mit dem Stahl können wir dann die feurige Spitzhacke machen. Dann brauchen wir nur noch Glas. Und Glas bekommen wir, wenn wir mit unserer tollen Schaufel hier ein bisschen rumeiern, oder? Warte, warte, warte. Wenn man Sand haben will, ist das dann richtig schlau, wenn man einfach in der Wüste das macht? Da müsste man doch bei jedem Spatenstich quasi Sand bekommen, oder nicht? Nö. Das ist ja lame. Da ist man schon in der Wüste und kriegt trotzdem keinen Sand. Okay, wir fahren jetzt mal ein bisschen Sand hier. So, wir haben jetzt auf jeden Fall ein bisschen Sand. Da können wir ein paar Glas herstellen. So, hallo. Ich hätte gerne ein bisschen Glas. Hier, bitte. Bitte ein bisschen Glas. So, und dann, während wir warten, können wir ein bisschen abfahren. Upgrade die Schaufel. Dann kommt da wahrscheinlich mehr Zeug raus, ne? Boah, 300 Gelee. Oh, ich brauch nur Holz. Ja, lol, das ist ja super easy. Zack, 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 Holz, danke. Ich mit meinem Holz. Dann einmal die Wasserschaufel, danke für den Tipp. Und jetzt haben wir genug Glas auf jeden Fall. Und jetzt brauchen wir... Was war das? Was wollte ich herstellen? Die blöde Spitzhacke. Ich vergesse das immer sofort, das ist echt unfassbar. Ich glaube, ich krieg bald Alzheimer. Also spätestens mit 25 habe ich Alzheimer. Wenn das so weitergeht. Au, what? Hä? Was hat mich da verletzt? What? Ich habe einfach Leben verloren. Habe ich jetzt nicht verstanden?
Der Heck? Okay, egal. So, wir haben eine schöne Schaufel. Ich vermute mal, die macht... Oh, Grabungsbereich größer. Graben bewässert die Erde? Yo, wie gut ist das denn? Yo, 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 krasser Scheiß. Okay, gefällt mir gut. Danke für den Hinweis. Und ich wollte die feurige Spitzhacke machen. Dafür brauchen wir Stahl. Wir stellen hier einfach 6 Stahl her und bei dem anderen auch 6 Stahl. Dann sind wir doppelt so schnell. Krass. Weil die Energie zu wenig war. Ach so. Dann verliert man ein Leben, aber kriegt dann Energie dazu. Das ist interessant. So, wir brauchen hier auch auf jeden Fall noch die Setzlinge. Was brauchte man dafür denn nochmal? Hallo, kleine Mühle. Was brauchtest du für die... Ach, Zitronen. Meh. Keine Ahnung, wo man Zitronen herbekommt. Immer noch nicht. So, und sobald wir die Feuerspitzhacke haben, dann gehen wir in den Dungeon rein. That's my plan. Boah, dieser Stahl dauert ja übelst lange. Ja, okay, also das ist jetzt der nächste Plan hier. Wir werden Level 20, dann holen wir uns die Feuerspitzhacke und dann gehen wir in den Dungeon. That's the plan of this hour. Nee. Ich habe schon wieder keinen Platz. Die Zitronen müssen wir auf jeden Fall behalten. Ein Tresor müssen wir uns auf jeden Fall holen. So viel steht fest. Da alles fertig, dann können wir uns jetzt unsere feurige Spitzhacke holen. Die wird auch übelst lange dauern. Spatzzacke ist OP. Hast du schon ein paar Mal gesagt. Ich glaub dir einfach mal. So, apropos feurige Spitzhacke. Die sollte jetzt auch fertig sein, oder? Ja. Schaden ist um 225% erhöht. Krass. Angriffe entflammen Ressourcen. Was auch immer das bringt. Kann man damit vielleicht schneller Holz abbauen? Oh ja. Jetzt muss man die alle nur einmal ab... Oh, das ist ja nice. Einmal angreifen und dann töten die sich einfach selber. Geht das auch bei einem Chicken? Oha! Und gekochtes Fleisch kommt da gleich raus. Das ist ja wie bei Minecraft hier. Das ist ja ultra gut. Da brauchen wir gar keine Fische mehr. Ja, mega nice. Okay, trotzdem nochmal kurz Level 20 werden. Oh, so wird man auch endlich diese ganzen blöden Bäume hier los. Und zwar schneller als einem lieb ist. Man braucht dafür weniger Energie. Das ist ja mega geil. Oh! Okay, gut, dass ihr mir das gesagt habt. Krasser Scheiß. Brennt! Du auch! Ich bin richtig krass ausgewichen. Das gefällt mir richtig gut. Es brennt einfach alles. Ich bin hier der Dämon der Insel. Fühlt man sich schon mega stark. Oh, das ist ja mega geil. Guck mal, wie schnell wir jetzt einfach sind. Und es verbraucht einfach null Energie. Jetzt ohne Witz. Ist ja mega krass. Mega geil. Wir haben jetzt auch richtig viele Zitronen irgendwie bekommen. Einfach so instant. Einmal rumgelaufen, mega viele Zitronen. Ja, wir wollten noch ein Level aufsteigen. Ist ja nicht mehr so viel. Wir machen das jetzt einfach mit den ganzen Holzdingern hier. Because why not? So, einfach alle mal ein bisschen hier anschlagen. Aber die bringen halt auch gar nichts, ne? Jeder nur 2 XP. Aber dafür geht das jetzt halt auch mega schnell. Kling, klung, klang, klisch, klusch, klong, kling, klung. Tufe 20, okay. So, alles abgebrannt hier. Das ist mega cool. Ich feiere das voll. So, jetzt haben wir auf jeden Fall den Tresor. Das ist Lagerung, ne? Ja. Klusch. Die Optik, Leute. So, Tresor. Den müssen wir jetzt aber auch erstmal bauen. Oh, nö. Tresor. 3 Stahl, 10 Ziegel. Alles klärchen. Das kriegen wir doch locker hin. 3 Stahl haben wir sogar genug und 10 Ziegel waren das, ne? Gut, und in der Zwischenzeit farben hier noch ein bisschen Sand. Warum nicht? Ich meine, wir brauchen später noch so viele von den Gläsern da, von den Flaschen, wie hier einfach kein Sand rauskommt. Der Stein brennt halt auch. What? Krasse Spitzhacke. Wenn selbst der Stein brennt. Finde ich mega nice. So, alles verkaufen. Brauchen wir sowieso gerade alles nicht. Obwohl später eigentlich schon, aber ist mir gerade egal. So, bist du bald mal fertig hier? Komm, mach mal Stahl fertig. Hopp, hopp. So, ich sollte essen. Mach doch. Und, okay, wo kommt der Tresor hin? Wir müssen da natürlich relativ häufig wieder hingehen. Ist die Frage, wie groß der Tresor überhaupt ist. Der ist ja super klein. Ja, lol. Da
Dann kann der hier ja eigentlich in die Ecke, neben die Abenteuergilde. Warum nicht? So, geht mal weg hier. Hier kommt jetzt mein Tresor hin. Zack, Tresor. Nee, passt nicht. Nein, der braucht ein bisschen mehr. Wo kommt mein Tresor hin? Ich weiß nicht, wo mein Tresor hin soll. Ich packe ihn auf die Insel hier. Hier ist schön viel Platz immer. Klunk, 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 klunk. So gefällt mir das. Wenn man einfach instant alles abbaut. So, Tresor kommt da hin. Klang. So, dann zeig mal. Der hat nur 6 Plätze. Lame. Hallo, Anpu. Hier ist einfach mal Lul sagt. Lul. Ja, Lul ist schon geil als LOL. Jetzt ohne Witz. So, was lassen wir da drin? Wir packen auf jeden Fall die Steine da rein. Die brauchen wir, glaube ich, nicht. Was hat man noch selten, was man nie braucht? Seetang brauche ich sowieso niemals. Wir haben relativ viele Zitronen hier gerade. Wo kommen. Ah, weil wir die ganzen Bäume abgeduddelt haben. Papier brauchen wir gerade auch nicht. Was ist noch unnötig? Gelee? Gelee ist unnötig. Und eine. Ne, 2 Sachen kann noch rein. Ah, Holz kann man immer mal gebrauchen. Das Holz behalte ich lieber. Fleisch können wir eigentlich mal braten. Die Scheiße kann noch da rein. Und. Fell. Warum nicht? Ach, man sieht sogar von draußen, was drin ist. Das ist ja ultra nice. Geil, I like. Was wollte ich machen? Ich habe Zitronen. Wollte ich die abgeben oder wollte ich damit andere Sachen machen? Oh, wir haben die Zitronen schon voll abgegeben. Ja gut, dann gebe ich die halt nicht ab. Dann mache ich irgendwas anderes. Wir brauchten die Zitronen, glaube ich, auch bei der Windmühle, ne? Achso. Wir können jetzt einfach alles einmal anschlagen, während wir irgendwo hinlaufen. Und dann auf dem Rückweg kriegen wir ganz viel geiles Zeug. Hier, Baumsetzlinge, dafür brauchen wir das genau. Und das will der komische alte Mann haben auf der ersten Insel. Oh, guck mal, der Brennungseffekt ist nicht unendlich. Okay, das ist auch gut zu wissen. Das heißt, wir müssen die Steine hier auf jeden Fall 2-mal anhauen, damit sie kaputt gehen. Mach Holz und so rein, die werden automatisch dann dahin getan. Oh, was lol. Echt? Oh, da kann man ja einfach alles einsammeln. Wenn man dann einen Tresor für alles hat, also alle Dinger hier, dann werden die immer dahin teleportet. Kann man die dann auch von überall nutzen? Glaub nicht, oder? Nee. Man muss sie dann schon da rausholen, wenn man sie benutzen möchte. Aber das ist ja mega gut. Okay, davon baue ich auf jeden Fall noch mehr. Moment. Dann Tresor. Ziegel ganz viele und Stahl ganz viel. Ziegel und Stahl. Ziegel. 413 Ziegel. Ich weiß nicht. Ja, why not? Mach doch. Und so viel Stahl wie geht. Wir können einen ganzen Stahl herstellen, weil wir kein Gold haben. Fuck. Wir brauchen Gold. Aber so geht's mir erstmal gut. Okay, du meintest, ich soll da Holz reintun, ja? Dann. Huch. Doch, man kann's benutzen. Ultra gut. Okay, dann behalte ich den Seetang und pack das Holz da rein. Ist die Frage, ob das cappt bei 999 oder so. Das ist ja mega geil. Okay, dann packe ich da alles rein, was man so ganz häufig bekommt, oder? Das wäre ja schlauer, glaube ich. Nee, rausnehmen muss man eben nicht selber. Romaro. Haben wir ja gerade gesehen. Ich hatte meinen Stein hier drin, aber konnte ihn trotzdem benutzen, um die Ziegel da oben herzustellen. Keine Ahnung, was ich noch hier reinpacken soll. Hier, ich kann es ja nochmal zeigen. Wir haben jetzt dieses Golderz. Ich packe das jetzt hier rein. Jetzt ist es im Tresor, das Golderz. Wenn ich jetzt aber zu dem tollen Ding hier. Nee, okay, warte. Wenn ich jetzt zum Ofen gehe, kann ich trotzdem Goldbarren herstellen. Mit dem Golderz, das im Tresor drin ist. Ultra gut. Okay, wir brauchen Gold. Ist hier irgendwo Gold? Wir gehen gleich in den Dungeon, keine Sorge. Ich dudel hier schon wieder viel zu viel rum. So. Jetzt haben wir auf jeden Fall ein bisschen Gold und mit dem. Ne, brauchten wir Gold? Doch, wir brauchten Gold. Und zwar brauchten wir Gold für. Ich weiß gerade nicht mehr für was. Für Stahl? Ja, für Stahl. Und Stahl brauchten wir für einen Tresor. Und zwar 3 Stahl. Okay, dann können wir gleich zumindest noch einen zweiten Tresor bauen und dann gehen wir wirklich in den Dungeon. Ja, moin, du hast 4k Goldmünzen. Echt? Lol. Das sammelt sich einfach so an. Ich weiß gar nicht, wo das immer herkommt. Ja, moin. Aber bevor ich jetzt eine Insel kaufe. Moment, solange der Stahl hier noch geht. Wir können ja nochmal Hallo sagen. Ah, du bist toll und wir lieben dich. Ich liebe dich ja auch, kleine Rotte. Karotte, kleine Rotte. Für mich heißt sie jetzt Rotte. Du bist Rotte. Du bist die nette Rotte. Immer wieder ein schöner Spruch auf den Lippen. Du bist meine allerliebste Person überhaupt. Ich liebe dich auch.
Das ist meine Lieblingsinsel hier. Ohne Witz. So, die sagt wenigstens mal nette Sachen. Nicht so wie der Anpu, der mich immer nur beleidigt. So, wir können noch einen Tresor bauen. Wir packen den trotzdem neben den anderen Tresor. Muss ja ein bisschen Ordnung hier bewahrt werden. So, Essen haben wir auch genug. Und zweiter Tresor kommt dann einfach daneben. Und dann geht's uns ja soweit erstmal gut. Wirtschaft, Tresor, daneben stellen. Wieso geht das nicht? Weil ich draufstehe. Alles klärchen. Dann Ausweichrolle nach rechts. Und dann ein Tresor daneben bauen. Kling. So, da packen wir rein. Leute, was soll ich reintun? Ich weiß es nicht. Vielleicht Sand? Wir packen Sand rein, wir packen Scheiße rein. Die Erze können da eigentlich auch rein. Golderz haben wir gerade keines. Ach, Golderz ist ja auch hier drin. Hier kann auch noch irgendwas rein. Packen wir die Kaktusfrucht rein und... Keine Ahnung, Rübensamen? Ist auch egal, was wir da reintun, oder? Papier, Eier, Fell, was auch immer. So, unser Inventar ist jetzt immer noch nicht so richtig aufgeräumt. Kann man das nicht irgendwie nochmal manuell aufräumen? Nö. Ich kann Bäume pflanzen! Lol, das wusste ich nicht. Stimmt, die Baumsetzlinge können wir auch noch einmal kurz abgeben beim Druiden. Hallo. Ach, die hat automatisch. Aber man muss alles gleich abgeben. Man muss 30 Dinger instant abgeben. Gut zu wissen, die Scheiße wird sowieso woanders eingelagert. Ja, Leute, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt in den Dungeon. Und wir gehen jetzt in den Dungeon. Wir haben viel zu lange gewartet. Okay, ich habe ein bisschen Angst vor dem Dungeon. Aber wir gehen jetzt rein. Du bist gar nicht der Dungeon, du bist eine Mühle. Okay, hallo Mühle, ist auch schön. Schön, dich zu sehen. Der Dungeon war hier oben, ne? Da waren wir sogar noch nicht rübergegangen. Rückchen. Ja, moin. Klum, 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 klum. Ja, okay, ich gehe jetzt in den Dungeon. Viel zu viel Stuff, den man hier machen kann. Uralte Galaxie. Ich habe Angst. Lol, Moment. Tun die einem weh? Nee, die tun einem nicht weh. Dieses Ding hier kennen wir doch. Okay, Moment. Ich muss noch mal ganz kurz rausgehen. Das ist ein Rätsel. Ich dachte, hier warten jetzt irgendwelche krassen Gegner auf mich. Bin ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen. Das dauert mir auch zu lang, da mal rüber zu gehen. Wir bauen hier überall mal eine Brücke hin. So, und zwar sagt der den... Puh. Also wir haben 3 auf der linken Seite, wir haben 3 oben, wir haben 3 unten. 3, 7, 2? Ich raff das nicht, aber das hat doch bestimmt irgendwas damit zu tun, oder? Mit dem Dungeon. Weil hier ist auch dieses Etwas hier, die wir da drin auch gesehen haben. 3, 7, 2? Auf der rechten Seite. Müssen wir mal kurz gucken. 3, 7, 2. Aber hier gibt es mehr als 9 dieser Dinger. Das sind an der Zahl 25. Man kann die nur anhauen. Was ist, wenn man die Dinger hier anhaut? Oh, die bewegen sich. Okay. Ja gut. Gar kein Plan. Drei, sieben, zwei auf der rechten Seite. Wieso kann man die... Oh, okay, die werden dann... mit Strom versorgen. Ah, man muss einfach nur alle mit Strom versorgen, oder was? Aber das wäre ja lame. Geht, glaube ich, auch gar nicht. 3, 7, 2? Wären das nur 3 Reihen, dann wäre das okay, aber es sind ja halt 5 Reihen. Würfel plus Säule, ja, aber... Ein so ein Würfel kann 4 Dinger besprühen. Hat das denn was mit der anderen Insel zu tun, oder nicht? Kannst du die ziehen? Oh. Ja, gut. Das ist gut zu wissen. Danke für den Tipp. Aber man kann die nicht festhalten. Aber was mache ich denn mit denen?
Oder müssen einfach nur genug von den Dingern an sein, damit irgendwas passiert. Ich meine, in einer Reihe können wir auch keine 7 haben. Das ist also nicht von oben nach unten, dass die erste Reihe irgendwie 3 Dinger besprüht werden sollen, die zweite 7 und dann 2. Bin mir echt unsicher, ob das überhaupt was damit zu tun hat mit der anderen Insel. Hallo Kali, wie geht's dir stets? Ich bin ultra verwirrt, Leute. Ja, Kali, gut, dass du da bist. Jetzt kannst du hier das Rätsel mal kurz lösen. Wie soll ich denn mit 4 komischen Steinen das hier alles anmachen? Das geht doch gar nicht. Eisen 2. Das ist Fisch von Nuclear Throne. Ja, komisch, ne? Hat mich auch gewundert. Das ist ja tatsächlich. Also entweder die haben irgendwie eine Kooperation gemacht zusammen und in Nuclear Throne ist dann hier die Hauptfigur auch irgendwann drin oder keine Ahnung. Oder hat er einfach das Design geklaut. Aber der heißt auch Fisch. Und hat auch genau 1:1 dasselbe Design irgendwie. Zumindest bei der Freischaltung. Ja, ich raff diesen Dungeon nicht, Leute. 372, was soll mir das sagen? Dass einer... Oh, warte mal. Dass einer vielleicht nur 3 anschubsen muss hier? Ja, aber der befeuert ja immer 4. Jetzt befeuert der da 3. Aber einer kann ja auch nicht 7 befeuern, oder doch? Doch, wir können mit 2 7 auf einmal befeuern. Ich raff's einfach nicht. Okay, keine Ahnung. Wenn ihr mir einen Tipp geben könnt, dann ist okay. Nicht spoilern, aber Tipp ist okay. Aber momentan raff ich den Dungeon auf jeden Fall noch nicht.